Jo, herzlich willkommen zu meiner kleinen Session zum Thema Boilerplates für Joomla Extensions. Ich heiße Sebastian und ja, die einen oder anderen haben mich schon kennengelernt mit unserem kleinen Sponsorenstand draußen. Ja, wir sind eine kleine Full-Service-Agentur aus Karlsruhe, machen seit jetzt doch bald 23 Jahren sogar schon alles Mögliche im Netz, vom der kleinen Website für den Anwalt bis hin zum großen Portal für die Deutsche Bahn und meistens kommt auch tatsächlich Joomla zum Einsatz. Und ja, wir sind ein kleines Team von 7 Mann und Frau und haben wirklich in den letzten 22 Jahren hunderte Websites gebaut. Manche Sachen sind nicht nur mit Joomla gebaut, aber das meiste eigentlich schon. Und ja, ein wichtiger Punkt bei uns ist eben das Entwickeln von Joomla-Extensions. Das heißt, wir bauen jetzt nicht nur Websites auf nach Standardprogramm, sondern unsere Spezialität ist eigentlich, dass wir individuelle Lösungen bauen für Kunden. Das heißt, wenn irgendein Kunde irgendwas Spezielles braucht, wo wir keine fertige Extensions für finden, dann bieten wir dem Kunden eben an, dass wir eine eigene Lösung für entwickeln. Und ja, da sag ich mal, sind wir insgesamt recht erfahren mit der Entwicklung von Plugins, Modulen, Komponenten und natürlich auch Templates, auch eine Extension im technischen Sinne. Und haben im Prinzip ja, so die übliche Problematik, die wahrscheinlich jeder, der Extensions entwickelt, kennt. Frage mal in die Runde, entwickelt oder hat jeder schon mal irgendeine Extension entwickelt? Wer hat noch nie eine entwickelt? Du nicht, Holger, okay. dann kennt ihr ja bestimmt so das Problem, dass wenn man loslegen möchte, hat man ja so die übliche Problematik. Wie fange ich an? In aller Regel kopiert man sich ja einfach irgendwie eine vorhandene Extension, entpackt die und dann geht es halt eben los mit, ich muss irgendwelche Pfade anpassen, beziehungsweise ich muss Copy-and-Paste suchen und ersetzen, die ganzen Definitionen richtig gerade ziehen, die ganzen Altlasten vom bisherigen Plugin rauswerfen. Wenn ich händisch starten möchte, dann muss ich mir halt eben eine Ordnerstruktur anlegen oder ich muss irgendwelche Dateien zurechtlegen. Muss darauf achten, dass die ganzen Konventionen alle richtig hinterlegt sind. Und das hat uns halt irgendwann ein bisschen genervt. Vor allem unser Hauptentwickler Thomas, der dann irgendwann ja, die Idee hatte, Mensch, können wir das Ganze nicht irgendwie ein bisschen automatisieren? So dieser erste Schritt. Vielleicht an der Stelle ein ganz kleiner Disclaimer. Also es geht heute nicht um die wirkliche Entwicklung von Extensions. Also das, denke ich, würde wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, um zu zeigen, wie man Extensions entwickelt. Es geht ja vor allem darum, dass wir einfach mal zeigen, wie wir diesen Weg dahin zum Starten des Entwickelns einer Extension eben optimal darstellen können. Und genau, dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir bräuchten irgendwie ein kleines Skript oder so, um diese üblichen Standardsdinge wie Dateien kopieren, die richtigen Namen eintragen in die XML-Files, das Ganze irgendwie so ein bisschen zu automatisieren. Und da hat Thomas dann eine gute Idee gehabt, nämlich zu sagen, wir bauen ein kleines Skript, was das mit einem kleinen Mini-Assistenten und so die wichtigsten Sachen abfragt und dann entsprechend für den Hausgebrauch die entsprechenden Dateien dann generiert. Und aus diesem Hausgebrauch, wie es halt immer so ist, das ist halt so ein ganz hässliches Skript, das funktioniert irgendwie. Man optimiert es immer weiter und dann zeigt man es mal einem Kunden oder einem Partner oder einem Freund, einem Freelancer. Und dann heißt, ey, Tool, toll, das hätte ich auch gern, dieses Tool. Und ja, dann wird es einfach entsprechend weiterentwickelt und wir haben uns dann gedacht, warum soll man das nicht online stellen? Denn ich denke, dieses Problem haben sicherlich viele, dass, wenn man, egal ob man jetzt Einsteiger ist oder einfach schon sich auskennt, wenn ich sage, ich brauche mal so ein kleines Boilerplate, mit dem ich direkt arbeiten kann, dass man sich das entsprechend ja, mit wenigen Klicks einfach zur Verfügung stellen kann. Und da wir als Webagentur, wie jeder, der entwickelt, wahrscheinlich auch kennt, gibt es immer wieder Dinge, wo man sagt, ah, ich muss mal ganz schnell die Domain checken, wenn ein Kunde da ist, dann ist es halt manchmal ein bisschen blöd, wenn. Da wir auch selber ein kleiner Hoster sind, wenn wir dann immer auf die Webseite der Konkurrenz gehen, um bei IONOS oder Domain Factory oder sonst wo eine Domain zu checken. Und haben wir gedacht, naja, da bräuchte man auch einen kleinen Domain-Checker. Und dann kommen immer wieder auch Fragen am Telefon beim Kunden. Ja, sehen Sie eigentlich, was für ein CMS ich einsetze? Und dann gucken wir uns kurz den Quelltext an und dann kennt man ja schnell, ob es WordPress oder Joomla oder sonst was ist. Und haben wir auch gedacht, ja, da bräuchte man auch mal ein kleines Tool für. Und so haben wir eine ganze Reihe von so kleinen Helferlines auch entwickelt im Laufe der Zeit. Die uns auch einfach im Alltag so ein bisschen unterstützen. Und dann kam einfach eben diese Idee, dass wir sagen, Mensch, diese kleinen Helferlines
Und eben auch dieser kleine Extension Builder für die Boilerplates. Das könnte man doch unter einer kleinen Domain online stellen, und einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen für diejenigen, die Lust drauf haben. Und ja, ich würde sagen, da springen wir doch einfach mal rein. Jetzt müssen wir nur gerade kurz schauen. Das Thema ist, dass, falls ihr die Domain aufrufen wollt, wir haben gerade eben festgestellt, dass der Safari Mobile, wenn man einfach nur die Domain eintippt ohne Protokoll, dann landet man bei Google. Das ist ein bisschen, ja, uncool. Ich springe mal kurz hier in den Browser rein. Also die ist vielleicht einfach mal kurz hier rüber. Also das ist die Toolbox. Da sind so ein paar Dinge drauf, wie so ganz kompliziert, zeig mal meine aktuelle IP-Adresse an und sowas. Aber manchmal ist es ja wirklich hilfreich und immer auf, wie ist meine IP.de? Ist ein bisschen nervig mit der ganzen Werbung. Wir haben ja Tools drauf, CMS prüfen, Informationen zu einem SSL-Zertifikat anzeigen, mal schnell mit einem Klick DNS-IP-Einträge anzeigen lassen, Domain checken, Unix-Timestamps in Datumsangaben umwandeln. Das hat mir auch ständig, wenn man nicht schön mit den MySQL-Daytime-Datensätzen arbeitet, sondern mit so einem Unix-Timestamp, dann ja, so die üblichen Konversionen, die man so braucht. Oder auch, ja, wenn man mal schnell ein Passwort erzeugen will oder mehrere. Und wir haben hier jetzt entsprechend auch unsere ja, Boilerplate-Bilder für Joomla-Extensions hinterlegt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Das ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Wir bieten auch tatsächlich noch die Unterstützung für 3.10 momentan an, denn ich weiß nicht, geht euch wahrscheinlich ähnlich, dass ihr noch nicht alle migriert habt auf 4. Und wir haben einfach das Problem auch, dass Bestandskunden sagen, hey, wir bräuchten mal ganz kurz irgendwie ein kleines Tool, Plugin. Und dann müssen wir es auch noch für 3 entwickeln. Das heißt, deshalb bieten wir hier auch noch die Option an, das Boilerplate-Template für Plugins auch für Joomla 3 noch zu erzeugen. Und im Prinzip ist es relativ einfach. Also man wählt aus, was für ein Plugin-Typ das zum Beispiel ist. Wir haben neben den Standardtypen auch noch so ein paar gängige Komponenten wie AZ-Mailing, Kunena, bald auch uTheme mit drin. Und ja, dann wählt man den Typ aus, vergibt den Namen den Titel des Plugins, so wie es dann quasi heißen soll. Gibt den entsprechenden technischen Namen, kurze Beschreibung dazu, Autor, E-Mail und URL zur Erweiterung, also zu eurer Website oder was auch immer. Kann auch hier Sprachen auswählen. Wir haben derzeit einfach jetzt mal Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch angeboten. Englische Sprachdateien werden defaultmäßig immer erstellt. Und ja, dann kann ich einfach sagen, ich hätte es ganz gern für Italienisch und Deutsch. Gibt hier noch so ein paar Optionen, die man anhaken kann. Wenn man möchte, dass man den Plugin-Helper benutzen möchte, kann man es anhaken. Wenn man das Plugin-Template auch mitverwenden möchte, kann ich das aktivieren. Und wenn man auch vorhat, das Plugin für seine Kunden über einen Update-Service abzudaten, kann man hier entsprechend auch direkt die Update-Service-URL zu eurem eigenen Update-Server quasi anbieten. Ja, und dann klickt man einfach auf Plugin Boilerplate erstellen und bekommt dann entsprechend einen schönen Download. Und sogar das Fensterchen drüber schieben hier. Bekomme ich hier meine ZIP-Datei. Die heißt auch wirklich jetzt so, wie ich sie genannt habe, My Plugin in dem Fall. Und wenn wir die mal entpacken, sehen wir, hier ist tatsächlich jetzt all das drin, was man braucht, um darauf aufbauend jetzt sein eigenes Plugin zu entwickeln. Dieses ZIP-File ist auch direkt installierbar. Also das kann man jetzt direkt in Joomla im Backend installieren. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Das heißt, geht ganz normal auf hier diese Liste und führt es aus und es wird tatsächlich installiert. Und es ist natürlich jetzt noch nichts Aufregendes, weil das Plugin kann ja noch nichts. Das ist einfach nur ein Boilerplate. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinspringe zu den Plugins, sehe ich es zwar, ist auch noch inaktiv. Und wenn ich hier reingehe, haben wir jetzt einfach nur exemplarisch mal einfach ein Feld mal jetzt reingesetzt. So, aber das ist ja dann quasi eure Aufgabe, mit diesem Boilerplate dann darauf aufbauend eure Funktionalität zu implementieren. Und genau das Gleiche geht dann im Prinzip auch mit den Modulen. Auch hier haben wir die Auswahl zwischen Joomla 4 und 3.10 für Altprojekte. Man kann hier in dem Fall jetzt auch auswählen, ob das jetzt ein Frontend-Modul sein soll oder ein Backend-Modul. Kann man dann entsprechend auswählen, was es sein soll. Füllt entsprechend wieder die Felder aus. Hat auch hier wieder die Möglichkeiten mit den verschiedenen Sprachen. Und bei den Optionen haben wir eigentlich das Gleiche. Wir haben hier noch die Möglichkeit, den Medienordner zu erstellen. Das ist je nach Modul erwünscht oder auch nicht.
Und auch die Hilfefunktion, die dann entsprechend im Backend eingebettet wird über den Hilfe-Button, könnte man also, wenn ihr die eure eigene Projekt-URL hinterlegen mit den entsprechenden Hilfeseiten, um dann gleich den Anwender darauf hinzuleiten. Genau, und wenn ich jetzt hier entsprechend das downloade, können wir jetzt hier entsprechend wieder das Plugin, Entschuldigung, das Modul einfach mal installieren. Ist auch nicht besonders aufregend, installiert es. Und dann finde ich jetzt entsprechend bei den Zeitmoduls, genau, das war jetzt ein Admin-Modul. Habe ich jetzt hier drin. Und ja, da auch momentan nichts Aufregendes, einfach ein Beispielfeld. Und Der Hilfe-Button die. ist jetzt verlinkt. Bitte? Der Hilfe-Button ist jetzt verlinkt. Genau, der Hilfe-Button, der sollte verlinkt sein. Und da geht quasi jetzt hier yourhelpurl.com auf, die natürlich nicht funktioniert. Genau, so, dann haben wir. Bei einer Komponente wird es ein bisschen spannender. Also erstmal haben wir hier erstmal grundsätzlich die Auswahl auch zwischen Joomla 4 und Joomla 3. Also wir haben tatsächlich noch genug Fälle, wo wir noch Joomla 3 Komponenten entwickeln, weil ja, Migration steht zwar an, aber wenn der Kunde heute eine Komponente braucht, dann müssen wir liefern und dementsprechend ist das 3er Boilerplate durchaus noch relevant. Genau, wir haben die üblichen Standarddaten, die wir abfragen. Wir haben hier auch wieder die Sprachfiles. Bei den Optionen haben wir die Möglichkeit, die Hilfefunktion entweder über mitgelieferte Dateien vorzugeben oder eben auch über eine URL. Wir können hier auch wieder den Upsit-Service entsprechend hinterlegen. Interessant ist auch die Möglichkeit, kann man sich hier über die Inline-Hilfe noch ein paar Infos einblenden lassen. Ich weiß gar nicht, seit wann das ist auch erst relativ neu, ne, die Sache mit dem Download-Schlüssel. Dass wir Ist die. neu. Okay. Bildschirm verfügbar macht es ja auch bei Joomla 3. Okay, Aber stimmt. im Plugin und Modul hat das nicht eigentlich. Mit dem Download-Schlüssel? Nee, Nee, tatsächlich noch nicht. ist nur hier. Genau. Genau, also da ist einfach die Möglichkeit, dass man die Fähigkeit mitliefert von vornherein, dass eben Download-Schlüssel vorgesehen ist. Man kann auch hier entsprechend eine Changelog-Vorlage gleich mit erzeugen. Wir können auch die URL zum Changelog mitgeben. Ihr könnt entscheiden, ob ihr ein Setup-Skript haben wollt für die Komponente. Und könnt auch entscheiden, ob ihr dieses Komponenten-Dashboard gleich mit generieren lassen möchtet. Das setzt allerdings voraus, dass ihr auch das Setup-Skript mit aktiviert, denn dieses Dashboard wird über das Setup-Skript installiert. Man kann auch einstellen, ob man innerhalb der eigenen Komponente Kategorien verwenden möchte. Das nutzen wir relativ häufig eigentlich, dass wir das Joomla-Kategoriesystem für unsere Komponente brauchen. Und auch die Möglichkeit, dass wir seit Joomla 4.2 diese neuen E-Mail-Templates, die man im Backend verwalten kann, entsprechend damit auch verwaltbar machen kann. Und hier ganz wichtig, kann man entscheiden, ob man wirklich, ich meine, üblicherweise macht man Frontend mit Backend-Komponente. Je nachdem, wir hatten auch schon Fälle, wo wir wirklich nur eine Frontend-Komponente brauchten, kann man hier entsprechend einstellen. Und auch hier ein Klick und ich kriege das ZIP-File. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist dann entsprechend auch so aufgebaut, dass hier eigentlich alles vorhanden ist. Also die Frontend-Komponente, Backend-Komponente, Media-Ordner, Installationsskript, die XML-Datei, eben alles entsprechend befüllt mit so den wichtigsten Daten, die man eben jetzt eingegeben hat. Und dieses ZIP-File lässt sich jetzt auch direkt installieren. Das können wir auch mal kurz mal anschauen. So, wähle ich einfach das ZIP-File aus. Ich installiere das und jetzt haben wir hier unter Komponenten My Component. Hier auch mit dem Komponenten-Dashboard. Wenn ich hier draufklicke, ist halt einfach nur jetzt quasi ein Eintrag für dieses Dummy. Ach, das habe ich ganz übersprungen gerade eben. Ganz wichtig. Wir haben zusätzlich hier noch für die Inhalte und Datensätze eine Option angeboten und zwar. Wir wissen ja nicht, was ihr vorhabt mit eurer Komponente. Also in der Regel baut man ja nicht nur eine Komponente, um quasi ein Item zu haben mit entsprechenden Datensätzen, sondern man will ja in der Regel, hat man ja mehrere Sachen. Und dieser Komponenten- oder Extension-Builder soll sich auch gar nicht verstehen als Konkurrenzprodukt zu einem dieser großen Systeme, die es da gibt. Es gibt ja da so ein paar URLs der Component Creator oder der Joomla Component Builder.com, wo man
wo man sich wirklich quasi mehr oder weniger teilweise eine ganze Komponente zusammenstellen kann mit allen möglichen Datenbanktabellen und Feldern und alles. Soll es ja gar nicht sein, sondern es ist für die Personen gedacht, die wirklich selbst entwickeln. Aber interessant ist einfach, dass man schon hier schon mal nennen kann, wie heißt denn der das Standard-Item in Einzahl und Mehrzahl. Das ist ja halt diese Konvention, dass man quasi das Item benennt hier im Singular und die Mehrzahl muss entsprechend, sollte englisch korrekt beschrieben werden. Und da haben wir ein kleines GUI eingebaut. Wenn ich jetzt also hier einschreibe Artikel, dann wird unten gleich entsprechend die Mehrzahl gebildet. Genau, und auch so Geschichten. Was war ein gutes Beispiel? Recipe. Genau, also aber auch so irgendwelche Wörter, wo quasi der Plural nicht einfach nur ein S hinten dran hat, sondern quasi anders lautet. Ich fällt gar kein Beispiel ein. Entry, oder? Hm? Ja, genau, Entry, genau. Gutes Beispiel. Und die Mehrzahl wird tatsächlich auch mit derselben Funktion ermittelt, die auch Joomla benutzt, um im Prinzip dann aufgrund des Views dann entsprechend das Model zu laden. Also es funktioniert natürlich nicht mit allen Begriffen, weil manche ist ja Einzahl und Mehrzahl gleich, also muss ich dann halt was anderes ausdenken. Aber es nutzt tatsächlich das Joomla-System und da kann weniger schief gehen. Genau. So, und wir hatten ja eben jetzt hier Dummy drinstehen und entsprechend heißt jetzt hier einfach dieses der vorangelegte Menüpunkt Dummy Submenü Item. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann klar, ist noch no Dummies have been created yet und ich kann meinen ersten Dummy anlegen und ist momentan einfach jetzt nur hier, ja, halt wieder ein Dummy Content Field einfach drin. Und genau, das Kategoriesystem ist letztendlich mit angelegt oder eingebunden von Joomla. Und ja, damit, sag ich mal, hat man alle Basics, um tatsächlich direkt mit seiner eigenen Entwicklung zu starten. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit Joomla 3 und 4. Und wir haben gedacht, naja, Template ist auch eine Extension. Und was bei uns auch vorkommt, also wir bauen tatsächlich sehr viel mit U-Theme inzwischen. Und aber immer wieder gibt es Fälle, wo wir sagen, wir brauchen wirklich nur ein ganz einfaches technisches Template oder es soll individuell gemacht werden. Und da arbeiten wir halt lange Zeit mal mit Protos da gearbeitet. Jetzt nehmen wir auch gerne das Cassiopeia mal so als Basic Template. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, Mensch, dann bauen wir doch auch für das Joomla 4 Template die Möglichkeit, dass man sich direkt hier entweder ein Schalltheme für Cassiopeia generieren kann, wo auch dann einfach schon die entsprechenden Daten hinterlegt werden. Oder wirklich einfach nur einen Klon erstellen. Ich meine, kann man direkt auch theoretisch direkt auf seinem Rechner machen, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Oder dass man wirklich ein komplett nacktes Template erstellt. Das ist dann so ein bisschen wie das altbekannte Blank-Template, was wirklich einfach nichts enthält. Einfach nur die Dateien. CSS-File ist leer, die XML-Datei enthält das Allernötigste. Und ja, das nutzen wir auch hier und da, gerade für kleinere Projekte. Zum Beispiel jetzt hier dieses Template, was jetzt auch nicht besonders schick oder extrem toll aussieht für die Webentwickler-Tools, ist jetzt ja nicht Cassiopeia, was dann entsprechend angepasst wurde. Und das haben wir aber relativ häufig, dass für irgendwelche kleineren Tools, auch manchmal irgendwelche Internetanwendungen, wo einfach nur der Kunde ein paar spezifische Dinge braucht, wir dann mit Hilfe von Cassiopeia entsprechend arbeiten. Und da ist es durchaus interessant, mit ein paar wenigen Klicks sich ein Child-Template zu erstellen. Genau, das wäre mal so tatsächlich im Schnelldurchlauf mal die Vorstellung des Extension Builders und das ist die Frage, ob wir an der Stelle erstmal Fragen dazu haben. Sammelt ihr die Daten, also wenn ich jetzt meine E-Mail-Adresse angebe? Ja, wir sammeln schon, wie oft das verwendet wird, oder? Ja, also in der Statistik führen wir letztendlich drüber, was wir einfach wissen wollen, haben wir drei Aufrufe im Monat oder 100 am Tag? Nein, Daten werden nicht gesammelt, das könnte man da unten vielleicht tatsächlich noch erwähnen. Okay. Nee, nein, also das. Ist auch ohne Login, das heißt, wir können uns einloggen, und dann steht da, es sind dann halt Felder vorausgefüllt, formativ. Aber es ist auch gar nicht gedacht, dass jetzt da irgendwie ein großes Tool rauszumachen mit Login, wo man Sachen anlegen kann. Wenn du dann Speicher machst, dann haben wir ein Problem mit dem Datenschutz und
das und was, Werte eintragen, ist kein Problem. Ne? Aber es ist doch nichts gespeichert und das war halt auch das Ziel, einfach schnell ein Formular auf, zusammenklicken ohne großen Aufwand und man hat dann seinen Ausgangspunkt. Also quasi ein reines flüchtiges Tool sozusagen. Schön. Genau. Also was ihr auch machen könnt, ihr habt es ja vielleicht gesehen, es findet kein Redirect statt, wenn man das Plugin, wenn man da was abschickt. Ja. Achso, also, wenn man es downloadet, meinst du? Genau. Ja. Also wenn ihr irgendwie beispielsweise 5 Komponenten braucht, dann ändert ihr zum Beispiel einfach nur den Namen der Komponente. Der Rest ist ja schon ausgefüllt. Ihr habt das Formular ja nicht geändert, klickt da einfach drauf und dann wird das Request abgeschickt, der Download kommt. Dann kommt es schon Feierabend. Also, man kann es auch offen lassen, zum Beispiel, da ist keine Session irgendwie dahinter, die ablaufen können. Dann installiert man sich, merkt es auch, verdammt, die Fehler und ne, hat das Formular noch offen, ändert, abschicken, macht man es wieder, wie gesagt. Ja, schön. Ja, die Website ist halt heute online, könnt ihr also gerne hier halt benutzen. Und ja, die Frage ist jetzt, was wäre denn so der Ausblick? Also, ich meine, das Ding ist wirklich, jetzt kann man ja theoretisch beliebig aufblenden, so einen Komponentenbilder. Wir wollen aber eben gerade nicht dahin, dass man, wie Thomas schon gesagt hat, anfangen mit, speichere deine erzeugten Komponenten im Backend und lade sie immer wieder runter, also mit irgendwelchen Profilen, oder dass wir tatsächlich so die Möglichkeit bieten, sämtliche Funktionalitäten per Klickibunti irgendwie zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt sicherlich noch ein paar Punkte, wo wir uns überlegen, ja, das wäre sicherlich hilfreich. Also klar, Support wird schon mal 5, kommt dann demnächst rein. Dann, was ja auch ganz interessant ist, ist, dass man ja auf dem Admin-Dashboard sich auch Komponentenmodule platzieren kann. Also das wird ein Punkt sein, den wir demnächst auch noch integrieren werden. Also im Joomla-Haupt-Dashboard kann man Module ablegen, die dann jetzt für die Punkte sind. Gehst du gerade mal kurz rein ins Joomla-Haupt-Dashboard? Wir kamen ganz vorne aufs Dashboard für Joomla. Moment, meine Maus verloren. Genau, das ist jetzt dieses Modul Site. Sonst habe ich jetzt schon für 2 Projekte mal sowas nachgebaut und fand es eigentlich ganz schick, wenn man das dem Kunden dann halt anbietet. Der Kunde geht ins Backend rein, sieht da gleich, oh, das sind meine Inhalte, super. Und dann kann er draufklicken. Und das ist ja letztlich auch nur irgendwie eine Komponente gebündelt von ein paar Menüpunkte. Und das wäre jetzt der nächste Schritt, dass man da einfach ein Boilerplate genau so ein Modul macht und dann da den Backend macht. Ja, mal eine Frage, wenn ihr Extensions baut, wie baut ihr daraus dann die installierbaren Pakete? Macht ihr das alles dann, sucht euch händisch alles zusammen oder wie macht ihr das? Oder habt ihr ein Skript dafür? Also ich habe auf dem Joomla Component, der baut mir das alles zusammen. Mhm. Stimmt, der macht das, ja. Genau, ja, das wäre auch noch eine Sache für einen Ausblick, dass man ja, sich tatsächlich überlegen kann, dass wir entsprechend so ein ja, installationsfähige Pakete generieren kann. Also dass man jetzt, man hat es ja erstmal runtergeladen, kann es dann packen, dann könnte ich jetzt direkt so, ohne dass ich installiert habe, natürlich entwickeln. In der Regel installiert man ja diesen Boilerplate, um dann im Joomla zu, also in der Joomla-Dateistruktur seinen Code zu entwerfen. Und ja, da sind wir noch überlegen, ob wir da vielleicht so, nochmal so ein Shell-Script zur Verfügung stellen, mit dem wir dann zum Beispiel einfach, ohne dass wir händisch die ganzen Dateien rausziehen müssen, einfach im Joomla-Root ein Skript aufruft und dann habe ich meine eigene befüllte Komponente oder Extension zum Download oder als ZIP-Datei, die ich dann zum Download zur Verfügung stellen kann. Gut. Ich habe jetzt nicht mehr was gemacht mit Kippen. Mhm. Das ist aber nicht da. Wir haben sowas, das ist aber letztlich ein Shared Script, weil wir halt, also den Mac, weil wir mit dem Mac arbeiten. Das heißt, sind wir ein bisschen vorsichtig, weil viele halt noch mit Windows arbeiten und dann vielleicht denken, oh ja, das leite ich runter und dann so kommen die Support-Anfragen, worum geht's denn? Ja, super. Da kannst du einfach den Namen eintragen in den Bash und die Sprache und dann startest du das und dann holt er praktisch die ganzen Pfade und Dateien, die sammelt er und macht eine ZIP-Datei und speichert die sogar in einen eigenen Ordner ein. Und dann muss man dann praktisch nur noch die Dateien auf seinen Update-Server legen. Das ist also dann ganz simpel. Das wäre jetzt noch so die Überlegung. Hm. Ja, aber dieses Skript, das kann
mit den Modulen umgehen, Komponenten und Plugins. Plugins. Und es kann auch mit mehrere, also aus einer Installation auch mehrere Erweiterungen rausholen. Also wenn ich 5 Komponenten habe, das sind 5 verschiedene Inhaltstypen, dann schreibe ich da halt einfach mit den entsprechenden Zeilen rein und starte dann das Skript und dann hat man die als Zip. Ich habe jetzt also Komponentenexport. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo der das zu finden ist. Ich habe da wieder nicht mehr weiterentwickelt. Den kann man auch installieren. Das ist eine eigene Komponente. Mhm. Und dann kann man im Backend einfach die Sachen anklicken, die man exportieren will. Da kennt man Module. Früher habe ich das mal noch genutzt, weil ich nicht wusste, wie da das rankommen soll. Aber das war auf jeden Fall ganz praktisch. Mhm. Das ist jemand was eine Abdeckung, was man braucht. Hast du das mit Play-Logo? Nein, dann die machst du mit Automat und Mac. Okay, ja. Alles raus. Das ist im Prinzip wie unser Shell-Script, genau. Irgendjemand, ja. Also baut jemand mit Shell-Logo? Das ist, glaube ich, der Logo, oder? Ja, und überlegen wir noch, ob wir in irgendeiner Form sowas zur Verfügung stellen. Ich meine, das ist letztendlich auch kein Geheimnis alles, also kann aber gut helfen. Ja, und ansonsten, man kann es natürlich noch beliebig aufblähen, dass man noch Versionierung für Komponenten mit einbindet, Custom Fields, die Tag-Funktionalitäten. Ähnlich wie wir jetzt auch die Kategorie-Funktionalitäten ja auch angeboten haben. Also da werden wir einfach jetzt regelmäßig auch allein schon für unsere eigenen Zwecke das Ding weiter ausbauen. Und ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, das gerne zu benutzen. Wie gesagt, ist tatsächlich datenfrei quasi. Also wir speichern da nichts ab oder so. Und bleibt dann die nächsten 22 Jahre, ne? Mindestens. Genau. Ja, bis dann. Da machen wir nochmal 25 Jahre. Loslassen. Ja, auch wenn ihr Fehler findet. Also, das ist jetzt irgendwie auch im Kontext auch entstanden von dem Umstieg in Richtung Joomla 4. Da gab es auch eine Menge Änderungen. Gestern war ja da ein Vortrag, der das so ein bisschen gezeigt hat. Und so gesehen, ich habe mich zum Beispiel auch bei der auch einen schönen Tutorial, wie man sowas bastelt. Und in der Joomla-Doku. Ich habe überall Zeugs zusammengesucht, was sich dann teilweise aber auch widersprochen hat. Das ist normal. Oder einfach basteln war, die hat der jeweilige Autor dann. Und so fand es durchaus wahrscheinlich, dass da auch noch irgendwie was drin ist. Wenn ihr da also was findet, einfach uns schicken und dann sitzen wir da. Wir müssen ja auch damit leben. Also ich habe vorher nicht gesehen, wie der Namespace gebildet wird. Der Namespace ist ja ein bisschen speziell. Oder? Also Name, du gibst ja den Autor an, okay, und den Namen des Ding. Und der, ich glaube, das ist der Name der Komponente, der als in den Namespace für den Vendor verwendet wird. Okay. Ja, wir fragen ja auch deshalb den Autor ab und die Information, weil ja auch der, in jeder Datei der Copyright-Header entsprechend gesetzt wird. Mhm. Das ist ja auch so diese mühselige Arbeit, wenn du eine Komponente hast, die dann mal ganz schnell aus sehr vielen Dateien besteht und dann gehst du da durch und musst überall deinen Projektnamen anpassen, den Autor anpassen. Absolut. Und das ist mir auch schon gegangen, dass ich dann in irgendwelchen Komponenten, die ich kopiert habe, dann gemerkt habe, oh, das ist noch ein Projekt von vor 10 Jahren, habe ich irgendwie mal was vergessen. Ja, und vor allem, wenn dann Kunden uns anrufen und sagen, ja, danke für das Teil, aber wer ist denn die Firma XY? Habt ihr da was geklaut oder wie? Und das ist einfach bis. Ich hatte eine Firma angesprochen, die haben Schwerlasttransporte angeboten und haben gefragt, ob ich mich um die Webseite kümmern könnte, übernehmen könnte. Habe ich gegoogelt und mir jetzt mal angeschaut, was sie machen. Und in den ganzen Meta-Beschreibungen war was für ein Brautmode. Und das Geilste war halt auch große Größen. Da hat es doch gepasst. Genau, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen dazu? Eine Frage noch, also erstmal super Tool auf jeden Fall. Ich habe gerade mal reingeschaut, bei den Plugins, bei den Plugin-Typen des Ajax habe ich, hab
habe ich irgendwie vermisst. Ajax-Plugin. Okay. Nutze ich ganz gerne. Da kann man zwar auch ein Content-Plugin nehmen oder sowas und das so aufrufen, aber wäre vielleicht noch eine Ergänzung. Dann bauen wir das gleich mit an. Also liest du der Nach Liste, der Session. Überhaupt kam, der Plugin-Typen. Ich bin einfach mal so durch den Plugin-Ordner von Joomla durchgegangen und habe da noch so zwei, drei Typen ergänzt von anderen Projekten, wo ich noch kannte. Also die Liste ist nicht vollständig. Okay. Aber über sowas bin ich natürlich sehr dankbar. Also wenn das ist sicherlich noch einiges, was vielleicht einfach noch fehlt. Wenn ihr sowas findet, einfach eine Mail an uns, dann bauen wir das wirklich zeitnah ein. Bei den Plugins vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Also bei den User-Plugins zum Beispiel, das sind keinerlei Funktionen, also Methoden drin, die irgendwie mit diesem Plugin-Typ zu tun haben. Das Ding ist wirklich nur ein nacktes Gerüst. Also wenn man das die Boilerplate benutzt, muss man schon wissen, was man tut und da ist eine Linkmeter-Datei dabei, die auf die Doku verweist und dann muss man da halt einfach gucken, was man braucht. Und genau. Ja, und wie gesagt, wir haben auch, Thomas hat auch schon da die Joomla 4-Typen schon mal vorgesehen, auch für die Plugins. Also damit auch erstmal grundsätzlich up to date. Ja, und wir haben dann natürlich gemerkt, ja, U-Theme hätten wir natürlich gleich mit reinmachen müssen, das holen wir noch nach. Und ich denke, die Liste wird einfach. Stimmt, Module, genau. Dann Download-Schlüssel für Plugins und Module. Könnte man noch vorsehen, natürlich, klar. Könnte man noch vorsehen, ja, da ich das den Tech nichts gesehen. Ich habe es halt nur gesehen, weil es mal im Stand in so einem Tutorial, der mir so die Komponente macht, der ein Plugin ist jetzt nicht. Da stellt sich halt die Frage, ob man noch irgendwie das Gegenstück machen, also irgendwie so ein Download-Skript, das muss ich ja dann auf den Server legen, muss das ja auf diesen Schlüssel prüfen. Ne? Das wäre super. Braucht ihr sonst noch was? Bräuchte da so eine Komponente? Ja, immer her damit. Ja, das ist dann irgendwann mal ein Fass ohne Boden. Da muss man dann mal, wenn man so ein einfaches Tool haben will, muss man auch irgendwann mal sagen, geht das gut? Also, ja, wenn das man unbedingt braucht und den Open Source Charakter ein bisschen bleibt, dann soll es halt entwickeln. Ja, aber nee, wir können ja tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, eben das Gegenstück zum Download-Schlüssel einfach auch mal exemplarisch vorbereiten. Genau. Gut, wenn ansonsten keine Fragen sind, dann wünsche ich uns eine schöne Mittagspause.